Zum ersten Mal seit Juni hat sich das Klima in der deutschen Wirtschaft verschlechtert. Das sei aber kein Grund zur Sorge, meinen Volkswirte. Der VW-Skandal lässt die deutschen Firmenchefs weitgehend kalt. Ihre Stimmung trübte sich im Oktober nur leicht ein. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel um 0,3 auf 108,2 Punkte, so das Münchner IFO-Institut. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass der VW-Skandal anscheinend keine entscheidenden Spuren in der Automobilsektor oder in der Industrie hinterlassen hat. Wir sehen, dass der Index sogar im Automobilsektor gestiegen ist. Der IFO-Geschäftsklimaindex für Oktober ist minimal gesunken. Die Erwartungen hingegen mit Blick auf die kommenden Geschäfte hat sich der Index sogar verbessert. So der IFO-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe. Ökonomen hatten wegen der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen und der schwächeren Nachfrage aus Schwellenländern wie China einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Die deutsche Konjunktur zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig gegenüber den vielfältigen Herausforderungen des Herbstes, sagte IFO-Präsident Hans-Werner Sinn.